Die Forderung an einen Menschen oder sogar auch an eine Institution, veränder dich mal, ist immer eine schwierige Forderung. Und verändere deine Mentalität ist eine besonders schwierige Forderung. Wenn man aber von der anderen Seite herangeht, dann sieht man doch, dass bestimmte Themen, mittlere, große Themen, brauchen nicht isolierte Spieler, die isoliert irgendwelche Dinge tun. Politik macht ihre Sachen, Wirtschaft macht ihre Sachen, Stiftungen machen ihre Sachen, machen auch noch unterschiedliche Sachen, sondern man braucht eine konzertierte Aktion. Ja, ich hatte selber in dem Kanzlerdialog die Arbeitsgruppe Lernen der Gesellschaft, also wo wir die Frage gestellt haben, wie lernt eine ganze Gesellschaft? Wie werden Institutionen, Regeln und Prozesse so verfasst, dass sie schneller notwendige Veränderungen auf den Weg bringen? Also das Lernen der Gesamtheit. Und ein wesentlicher Aspekt davon ist, dass man die Silos aufbricht und über die Silos, die Denk- und Organisationssilos hinweg miteinander spricht. Es muss halt das Bildungsministerium an den Tisch zusammen mit dem Familienministerium und zusammen mit den entsprechenden Organisationen und zusammen mit den Wirtschaftsvertretern, damit man das Thema insgesamt anschaut und nicht nur aus der Perspektive eines, wessen auch immer, Hauses. Und das ist gefordert. Und das ist im Kleinen wie im Großen so. Wenn ich in einer Region bin und möchte eine lernende Region haben, dann sollten sich alle besser an einen Tisch setzen und das auch moderieren und schauen, wie man gemeinsam zu Ergebnissen kommt, statt dass jeder da vor sich hinwurschtelt. Und das ist schon fast ein Zugzwang in einer komplexen Gesellschaft. Und weil das ein so starker Zugzwang ist, werden sich Mentalitäten automatisch ändern, mit dem Geschmack, dass es sinnvoll ist, an einem Tisch zu sein. Ja? Wenn es ist jetzt seit ein paar Jahren so, dass häufiger mal tatsächlich Unternehmensvertretern, Vertreter mit Non-Profit oder Zivilgesellschaftsorganisationen auf hoher Ebene an einem Tisch sitzen. Die sind immer ganz verblüfft, wenn sie feststellen, dass sie die gleichen Themen haben und auch wieder unterschiedliche, aber dass sie voneinander lernen können, weil die kennen sich ja sonst nicht. Ja? Wann hat sich denn vor 10 Jahren mal ein Unternehmensvertreter von der BASF mit einem Geschäftsführer von Greenpeace an einen Tisch gesetzt? Eigentlich nur, um zu streiten. Aber dass das anders aussehen kann, das wird immer klarer. Und dann ändern sich automatisch Mentalitäten. Man lernt dazu. Wenn ich mir die großen, überhaupt unsere Herausforderungen anschaue, dann ist klar, dass in zunehmenden Komplexitäten diese Herausforderungen auch exponentiell größer werden. Egal, ob es jetzt die Umwelt, Energie oder Gesundheit oder andere Themen sind. Und wir sehen und wissen auch, dass Politik aufgrund ihrer systemischen Verfassung die schnellen und schneidenden Antworten, die wir uns wünschen, womöglich nicht findet. Und das kommt uns ins Bewusstsein. Jeder kann ja tun, was er oder sie tun kann, auch die Politik. Zunächst mal ohne Vorwurf. So. Und wer weiß schon, was in einer Finanzkrise die richtige Maßnahme ist? Jeder Experte, der behauptet, er weiß, was zu tun ist, damit die Finanzkrise zu Ende ist, den will ich gleich rausschmeißen. Weil jeder, der in komplexen Umgebungen behauptet, er hat eine Lösung, hat Komplexität nicht verstanden. Weil Komplexität ist dadurch geprägt, dass ich etwas tue und nicht weiß, was anschließend passiert. Sondern ich gucke mir an, was passiert, schaue, ob sich ein Muster bildet und dann handle ich neu. So, also für Besserwisser ist das kein Terrain. So, wenn das so ist, dann ist doch klar, dass bei immer mehr Bürgern im weitesten Sinne, in unterschiedlichsten Positionen, Verantwortungen, Strukturen, Institutionen, der Gedanke wach wird, dass wir vielleicht das selbst in die Hand nehmen müssen. Wenn wir also sehen, dass es keinen politischen Plan und keine politische große Strategie für die Energiewende gibt, nehmen wir das als Beispiel. Die gibt es nicht. Wir haben keine politische Strategie für die Energiewende. Und wir gleichzeitig sehen, dass ein paar Konzerne aus wohlverstandenen eigenen Interessen Strategien verfolgen und diese Strategien, wenn sie sie umsetzen, auch womöglich dazu führen, dass für die nächsten 40, 50, 60 oder mehr Jahre so wie in einer Pfadabhängigkeit der Weg damit bestimmt ist. Man kann Investitionen dieser Größenordnung auch noch nicht zweimal tätigen. Ja? Wenn ich also die Kanäle dafür, die Übertragungsleitungen dafür baue, dass die ganze Windenergie aus der Nordsee kommt, dann habe ich das erstmal finanziert und zementiert. Und wenn ich das sehe, und ich habe andere Vorstellungen
von regenerativen Energien, die womöglich dezentral sind, die verteilt sind, dann habe ich die Chance, wach zu werden und zu sagen, was kann ich denn tun? Und dann entdecke ich zum Beispiel vielleicht die enorme Macht von privatem Investitionskapital. Wenn wir 1% der Investitionen, 1%, ich weiß nicht, wie viel das sind pro Jahr, 90 Milliarden oder was auch immer, auf dieses Thema konzentrieren würden, weil wir sie in der Hand haben und sind unsere Investitionen, privates Kapital, dafür brauche ich keine Politik, und das vernünftige Kanäle bekommt, dann kriegen wir auf einmal einen enormen Bums im Herangehen und in der Gestaltung gesellschaftlicher Herausforderungen, für die wir in der Geschwindigkeit, in der sie jetzt passieren, offensichtlich keine Antwort haben. Bildung ist unsere Zukunft. Kinder und Jugendliche sind unsere Zukunft. Deswegen ist Bildung immer wichtig. Und Bildung ist, glaube ich, jetzt gerade besonders wichtig, weil wir feststellen, dass wir vielleicht im Bildungssystem etwas verändern müssen, und zwar grundlegend. Wenn wir in die Schulgesetze der Länder reinschauen, dann steht doch drin, dass die Aufgabe der Schule ist, den mündigen Bürger heranzubilden. Den mündigen Bürger, der risikofreudig, entscheidungsfreudig ist, der in Gruppen arbeiten kann, der kreativ ist, der Innovationen auf den Weg bringt, der Verantwortung übernimmt für das Gemeinwesen. Und dann ist die Frage, ob die Schule in ihrer herkömmlichen Form mit einem sehr starken Konzentration auf die Wissensvermittlung eines ganz bestimmten Wissenskanons, ob das der richtige Weg ist, um zum mündigen Bürger zu gelangen. Damit bekommen wir Schüler, Kinder, Jugendliche, die hervorragend vielleicht mit Fakten umgehen können, die sie auch gelernt haben, auswendig gelernt haben. Aber bekommen wir damit genau diejenigen, die eben risikofreudig sind, die in Teams arbeiten können, die offen sind für eine Zukunft, von der wir nicht wissen, wie sie aussieht. Und die dann gestalten können. Und das fehlt mir im System Schule. Und deswegen glaube ich, wir brauchen eine neue Kultur an Schulen, eine neue Lernkultur, eine Beziehungs-Wertschätzungskultur, eine Kultur der Potenzialentfaltung. Jeder Einzelne bringt unverwechselbare Fähigkeiten mit. Und diese unverwechselbaren Fähigkeiten, die wollen gehegt werden und die wollen Raum haben für ihre Entfaltung. Es gibt sehr unterschiedliche Ansätze und das bricht gerade raus. Ja? Zu überlegen, wie können wir das, was wir haben als Macht in der Hand, und das ist verdammt viel, das ist nicht nur unsere eigene Gestaltungsmacht, weil wir eine Stimme haben, die, wenn sie gebündelt ist, gehört wird, siehe Schule im Aufbruch, sondern wir haben auch Investitionsmacht, indem wir bestimmen können, wo unser Geld hingeht, und wir haben Konsumentenmacht, indem wir bestimmen, was wir kaufen. Und im Moment ist es so, wenn man den Umfragen Glauben schenkt, dass viele Konsumenten beispielsweise sagen, ja, ich würde eigentlich gerne grün oder was auch immer kaufen oder nachhaltig kaufen. Und die Antwort lautet, dann tun sie es häufig doch nicht. Aber das ändert sich vielleicht. Das ist vielleicht kurz vorm Kippen, dass man irgendwann mal sagt, so jetzt reicht's aber. Ja, und ich treffe eine Entscheidung mit dem, was ich gerade tue. Was immer das ist, investieren, Geld anlegen, Produkte kaufen, oder meine Stimme für ein bestimmtes Vorhaben abzugeben. Und das ist mehr eine Frage der Bewusstseinsentwicklung, zu sehen, das ist wie so ein Klick im Kopf, der sagt, wow, das ist ja eine Entscheidung gerade und mit dieser Entscheidung beeinflusse ich etwas. Und das ist eine ziemlich großartige Option.